So, hallo und herzlich willkommen, Tag schön, zu einem neuen Mittagspausen-Let's Play mit Frisian von Team Hellfish. Das bin ich und letztes Mal sind wir hier im Motel gelandet und wollen jetzt sehen, wie es weitergeht. Fangen wir also gleich damit an. Hoch mit dir. Du könntest dich natürlich auch wieder... Mal so eine Zähneputznummer. Ja, gucken wir uns noch mal den Schuhkarton an. Ist noch mal, der hat da noch gar nicht reingeguckt. Drei, vier, zwei. Man könnte echt meinen, er ist der Mörder. Um zu zeigen, ihren Sohn zu retten. Joes Werkstatt, Parkplatz, Hauswelt. Okay. Mit einer Kanone. Play Video. Hilfe! Dad! Sean! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! Dad! Boah, was eine Sau, der lässt sie ganz langsam ersaufen. Tja. Each figure is a train. Okay, jede ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Alles klar. Abgefahren. Ich habe einen neuen Bonus freigeschaltet. Ich habe jetzt übrigens auch gesehen, was das ist. Das sind nämlich so Behind the Scenes und Concept Art und so. Sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Aha. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen.
Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Gar nicht so weit weg. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Ihr seid ja Kollegen. Die zwei Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifefahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Blöder Wichser! Das reicht jetzt! Das war die beruhigende Art und Weise? Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Da staunste, wa? Oh, ich könnte die Tür öffnen, statt zur Seite zu gucken. Das wäre eine ganz hervorragende Idee für den weiteren Verlauf des Spiels. Mach es, Junge. Tritt sie ein. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Mord auch nicht. Da ist schon mal irgendwas kaputt gegangen im Kopf dieses Anwohners. Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Er ist der Antichrist. Was für ein Spinner. Oh, Medikamente. Schön wäre doch, wenn man jetzt Origami-Papier finden würde. Der ist hart. Wieso macht er nicht mit seiner Brille, die ich so cool finde? Multivitamin? Och, das nervt. Die Steuerung macht mich echt ein bisschen wahnsinnig. Nee, raus will er nicht. Ja, das Geschirr ist nicht abgewaschen. Multivitamin.
Ich hab das Gefühl, da steht überall das gleiche Zeug rum. Echt nicht besonders reaktionsschnell, diese. Der kann sich das angucken und ich nicht. Die Wurst. Oh, da kommt jemand nach Haus. Er ist so eine Ratte. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Kreuze. Was für die Kreuze warum wissen? Diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Mhm. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Ja. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Gott! Nein. Nein, ich war allein. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Ein bisschen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Er will mehr, immer mehr, nicht wahr? Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Blake, was er soll das? Er wollte auch das Kind aus dem Park. Die Stimmen quälten sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass sie aufhören. Nicht wahr, Daniel? Stopp! Stopp! Das reicht! Sie gehorchten, damit sie aufhören. Sie haben den Jungen entführt. Lassen und sie ertränkt. Ihn in Ruhe. War es nicht so? Der macht ja viel da hinten. Nein! Stopp! Stopp! Sie haben sie umgebracht! Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein! Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Er ist Satans Sohn. Los! Nein, nein, nein. Befehl. Waffe runter. Los! Lieutenant Blake wird jetzt die Erde verlassen. In diesem Moment kehrt er ins Schattenreich zurück. Wesen der Finsternis, ich befehle dir, kehre zurück ins Reich der Schatten und gib unserem Nathaniel Frieden. Dämon, du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Was? Beruhigen. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches opfern. Also der hat sie echt nicht alle. Glaube ich, knall ihn ab. Und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Hören Sie nur auf meine Stimme. Jetzt zurück, langsam. Na, schaffen wir das oder knallt ihn ab? Beides ist mir egal. Die Waffe runter, runter, Nathaniel. Aber ich versuch's mal ohne Schießen. Da ist der andere bestimmt sauer, dass ich den nicht abgeknallt habe. Hände hinter den Kopf. Die Hände hinter den Kopf. Umdrehen. Verdammt! Im Namen des Herrn.
Weiche von ihm, Satan! Ein Holzkreuz. Okay, Spinner, die Show ist vorbei. Sie sind verhaftet. Wow, gut, dass ich das nicht rechtzeitig geschafft habe mit dem E. Es war verdammt cool unter diesen Umständen. Ich hätte ihn erschossen. Habe ich mir gedacht. Das ist nicht jedes Problem, Blake. Vielleicht nicht, aber meistens hilft sie. So, jetzt find doch bitte was. Ich möchte, dass es weitergeht. Ich halte die linke Maustaste. Erstmal durchlinsen, ob wer da ist. Keine Antwort, ein Babyschrei drin, kein guter Anfang. Hast du wohl recht. Gasflaschen. Nehmen wir doch einfach den Hintereingang. Na, was passiert da? Oh. Jemand da? Mrs. Bowles. Hier dann auf einmal. Oh mein Gott. Kümmern Sie sich um mein Baby. Oh je, die hängt irgendwo. Und Zähne? Oh je, wo hängt die? Oh, Badewanne, aufgeschlitzte Pulsadern. Mrs. Boat, sind Sie da? Ja. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! Wieso, was hat die denn? Was hält die denn nicht aus? Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Die ist noch ganz schön fit dafür, dass sie Haben da... Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Entweder im Badezimmer oder in der Küche. Mal sehen. Ich brauche das und das und das. So ist es doch gut.
wach bleiben. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach. Können Sie mich hören? Wach bleiben. Ich brauche mehr. Es blutet noch. Nicht perfekt, aber es reicht. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf Sie auf. Fühl mich, als würde ich eine Suppe kochen mit der Maus. Oh. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Tja, du musst jetzt... Sind die Wunden nicht tief. Hast du wieder nichts gekonnt. Wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby. Na, da hättest du dir vorher überlegen müssen. Gut. Sie bleiben da. Ich schau nach dem Baby. Okay? Schauen Sie nach dem Baby. Komm, wenn du abhaust, erschießt sie sich doch. Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Ich kann alles. Nun gut, aber... Emily ist nett. Okay. Ich würde sagen, die Mittagspause ist fast rum und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Like und Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann hinterlasst auch ein neues Abo. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder morgen um die gleiche Zeit. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann, euer Frisian.